Heute ist der Tag, wo eine Ära zu Ende geht. Wir sind jetzt seit 1950 hier am Markt mit unserem Laden. Und mein Vater hatte damals ja zwei Häuser weiter hier den Laden eröffnet. Und ich bin da auch geboren und bin also aufgewachsen hier mit dem Markt und dem Platz. Da, wo jetzt hier der Wintergarten ist, ein Biergarten hat, da war früher ein Kinderspielplatz. Hier, wo der Durchgang ist, da war früher eine Straße. Da, wo die Südseite ist vom Wintergarten oder immer im Januar schon die Leute sitzen, da war früher eine Tankstelle. Also, ich habe da schon viel miterlebt. Kathi Schöber war vor dem Wintergarten, also in die 60er Jahre. Und der Markt, der hat mich also mein ganzes Leben begleitet. Und heute ist der letzte Tag dieses wunderschönen Marktfleckens mit diesen alten Ständen. Gut, wir müssen nicht immer das Alte behalten. Jetzt das Neue ist dann auch ganz schön. Also dieses Konzept finde ich ganz gut. Jetzt schauen wir mal, was der Stadt daraus macht. Aber jetzt haben wir erstmal einen riesen Baustelle vor uns. Und da muss ich sagen, da haben wir alle schon ziemlichen Respekt vor dem Krach und dem Lärm und dem ganzen Theater. An der Stelle war früher eine Straße, da war die Tankstelle. Und der Bräu, der ist auch schon immer da. Das ist der erste Widerstandler. Und der Papa, der arbeitet immer noch drei Tage in der Woche mit seinen 84, aber der hat immer einen Mord Spaß, weil er seine ganzen Kunden wieder sieht. Hier treffen sich die ganzen alten Schwabinger und auch die jungen Schwabinger, auch die jungen Familien mit den Kindern jetzt. Es sind so wahnsinnig viele Kinder da, das glaubst du gar nicht. Und ja, da sage der Franz mit seinem Metzger. Und da fahren die Leute von überall her, weil er sehr gut Fleisch hat und gute Wurstwaren hat. Und hallo. Ja, so ist es in Schwabing, da kennt ja jeder jeden. Da hat der Rutscheler und hat seine Vitalbar aufgemacht jetzt vor ein paar Jahren. Immer sehr gute, frische, gesunde Säfte, vor allem gesund. In Fragen von Corona, jetzt muss man sein Immunsystem pflegen, also das ist der richtige Platz dazu. Und der Hupschler ist ja der Marktsprecher und ist auch sehr rührig und ist einfach ein unheimlich lieber Laden und liebe Leute. Man sieht auch in Zeiten von der Maskenpflicht, ist hier die Hölle los. Also wir stehen ja jeden Samstag, das ist nur eine kleine Schlange, wir stehen ja dann in einer Stunde stehen die bis rüber zur Wiesn. Ein Schmuckchiller und sieht er selber. Also der Stand ist ja reichhaltig bestückt mit allen vielfältigen Waren und macht er dafür aus, weil es halt sehr freundlich immer sein und lustig sein. Also das ist der Wintergarten. Es war ja am Anfang, wo diese ganze Planung da losgegangen ist, war ja ein riesen Aufruhr, weil da hat es ja geheißen, dass die Bäume alle wegkommen und Schranne bauen werden oder irgendwelche Zupflasterungen kommen. Jetzt ist es ja so weit, dass die Bäume so weit bleiben, dass der Markt, dieser Teil des Marktes bleibt, wie er ist. Und damit ist auch der Wintergarten erhalten. Und da gibt es also viele, viele Storys da zu dieser Wirtschaft. Also eine zum Beispiel, das war die 80er. Gab es einmal waren es die Pinguine. Das waren also 11 verrückte Schwabinger. Damals war ja Schwabing noch wirklich Nabel der Popwelt. Und da, wenn Pink Floyd oder die Stones was zum Anzug kaufen wollen, was zum Klamotten kaufen wollten, dann sind sie Lüde verruscht gefahren. Also das war hier wirklich ein Nabel der Welt. Und diese 11 Pinguine, das waren halt lauter so Schwabinger Geschäftsleute. Damals hat man ja noch Kohle gehabt, da hat der Staat ja nicht so ausgezackelt wie jetzt. Und jeder hat fette Autos gehabt und so weiter. Und einmal im Jahr sind die dann mit Frack, daher die Pinguine, Frack, Fliegezylinder, sind sie für Wochenende wohin geflogen. Nach Barcelona, nach London, nach Mailand, nach Rom. Und haben da das ausgemacht. Und da gab's immer Storys danach. Das war also faszinierend. Das ist Le Chalet, unser französisches Kassstandl. Dann also ein Pärchen drinnen, sind sehr nett. Und so gibt es ein gutes Baguette, auch halbgebacken und saugeile französische Käse, die mir jetzt immer ein bisschen zu rass sind. Meiner Frau da, die mag das. Ja, und die ziehen auch mit um. Also es sind ja nicht alle, die mitgehen, aber die sind auch dabei. Das ist die Metzgerei der Familie Woll. Auch ein angestammtes Marktunternehmen. Dafür die Fleischbank. Heute ist, wie gesagt, vor 15 Jahren oder 20 Jahren hat es dann die Familie Moll übernommen. Da sind auch immer Schlangen vor der Tür. Auch die ganzen Schüler, die holen sich da ihre Eberkasse mit.
Ja, also ist sehr bekannt in Schwabing. Das ist der dritte Gmüsler bei unserem Markt. Das ist der B-Netter-Stand. Also wenn man mal richtig Bio, mal was richtig zu uns haben will, dann geht es daher. Wir sind auch immer sehr junge und lustige Leute da. Aber der Chef ist der eine da hinten. Der schwimmt da immer ganz fleißig im Tantebad. Da trifft meine Frau, die ist da auch beim Schwimmen. Also die treffen sich immer die zwei im Wasser. Und ist ein cooler Laden. Das ist dann auch so eine kleine Geschichte hier. Da gibt es die Bücherbörse, wo Leute das Buch neustellt und das nächste kommt wieder das Buch wieder nehmen. Das gehört halt auch so zu diesen kleinen Marktgeschichten dazu. Jetzt gehen wir beim Huxler vorbei. Servus! Und hier haben wir jetzt den nettesten, herzlichsten Käsemann der Welt. Wir lieben ihn sehr. Ja. Ich bin jetzt selbst ja, glaube ich, seit 8 Jahren bei euch oder so und immer nur hier gewesen. Also den Käse, seitdem ich jetzt bei euch bin, habe ich nur hier gekauft, weil er einfach die allerbeste Auswahl in der Welt hat. Und wie schaut es jetzt aus? Bist du jetzt froh, dass du rübergehst aus der Wärme raus, weil da ist der Klimawaschen. Ich bin froh, wenn das Wochenende vorbei ist. Und ich bin froh, wenn alle Kunden wiederkommen. Ja, da habe ich jetzt keinen Zweifel. Die Leute nicht vergessen? Nee. Ja. Es ist ja doch sehr geballt da drüben und so weiter, aber es ist ja, haben sie gut gemacht. Ja, Stadt München hat sich sehr angeschränkt. Ja. Mit welchem Käse sollte man das Wochenende verbringen? Jedes Wochenende sollte man verbringen mit Ziegenfischkäse. Und kühlen Weißwein. Hört sich wirklich gut auf. Schönen Umzug. Also, alles Gute. Servus. Schön, dass du reinschauen hast. Ja. Jetzt sind wir am Eingang beim Platz, beim Fahrräder. Wie gesagt, dann kommen wir gleich von überall hergefahren, weil er kommt aus Niederbayern. Seine Eltern haben den Laden schon gehabt. Und der holt das Fleisch also von seinen Bauernhöfen aus herum. Und da fahren gleich von überall her, weil er einfach fantastisches Fleisch hat. Und er gehört seit vielen, vielen Jahrzehnten zur inneren Marktgemeinde dazu. Das ist da, in dem Haus bin ich aufgewachsen, da im ersten Stock, die rechten zwei Fenster in dem grünen Gebäude. Da war unsere Wohnung, unten drunter war unser Laden. Und da bin ich als Bruder immer am Fenster gesessen und hab dann ausgeschaut und hab den Markttreiben beobachtet. War jetzt das Joghurtstandl, das war früher der Rockenhofer, der Metzgerei Rockenhofer. Der hat immer den ersten, den besten, neuesten Mercedes da gehabt. Da bin ich dann als Bub mitgefahren. Das war halt damals, da war der Tacho dann nicht rund, das war da so ein Streifen, so ein bunter, da ist dann rot und gelb und grün war. Das war alles nur geheilt, da bin ich als kleiner Steppke, aber immer ganz begeistert, wenn der Rockenhofer ein neues Auto gehabt hat. Also, wie gesagt, da bin ich aufgewachsen in der Wohnung, drunter war unser Laden. Mein Vater hat das dann so 49,50 so bei der Währungsreform irgendwie mal eröffnet und waren ja hinten eine große Werkstätte, da sind bis zu 15, manchmal auch noch mal 20 Uhrmacher gehabt, also da war richtig was los. Und dann sind wir 73, sind wir dann da rübergezogen. Damals, das ist unser neuer Laden dann gewesen, oder ist es immer noch, und damals war ja Schaubank war ja das Blue Up damals und da war ja auch richtig jeden Abend echt Action. Und Unternehmen. Das ist das Aktionshaus von der Ursula Nusser, die leider verstorben ist vor kurzem. Ja, also die Uschi, die fehlt also wirklich, weil wir reden oft darüber, weil die ist einfach so viel Witz und so viel Herz gehabt. War eine sagenhafte Person und also, das ist echt ein Verlust. So, jetzt drehen wir nur die letzte Runde gemeinsam über den Markt und folgt es mir einfach. We'll be right back.
Thank you.